I'm on board now on the plane. We're waiting for the Holy Father to come and there's great excitement. Ich hatte den Glück gehabt, ein Teil von der Delegation von Papst Franziskus zu sein, als er nach in den Irak gefahren ist. Ich glaube, der Durchschnitts-Iraker hat entdeckt, dass diese Christen seit 2000 Jahren da sind. Die sind nicht die Kreuzzügler oder wie man die nennt, die aus dem Westen gekommen sind. Die haben endlich entdeckt, dass die Christen auch Iraker sind. Die Grundlage jedweder Arbeit für unsere Projekte ist ja auch immer, wie kann die Kirche in den jeweiligen Ländern arbeiten. Dort, wo Religionsfreiheit gewährt ist, ist pastorale Arbeit meist unproblematisch. Dort, wo es Restriktionen gibt, die Religion auszuüben, betrifft das natürlich in allererster Linie auch die Religionsgemeinschaften und bei uns unsere Projektpartner. Ein sehr schönes Projekt zurzeit in Nordirak ist unsere Unterstützung für die katholische Universität in Erbil. Diese Universität existiert seit 5 Jahren. Die Qualität ist sehr hoch. Die werden Architekten, die werden Lehrer, die haben demnächst eine medizinische Fakultät, die werden Ingenieure. Die Studenten, die dort sind, sind natürlich Christen, aber es gibt auch Jesidis und Muslimen. Was sehr wichtig ist, dass diese jungen Leute lernen, miteinander zu leben und eine Toleranz aufzubauen für die Zukunft. Kirche in Not hat einen umfassenden Bericht herausgegeben, der feststellt, in 1/3 aller Länder der Erde und es betrifft 2/3 der Bevölkerung der Erde, gibt es große Verstöße gegen die Freiheit auf die Ausübung der Religion. Ich bin sehr froh, dass Kirche in Not diesen ausführlichen Religionsfreiheitsbericht hat. Und ich finde auch wichtig, dass Kirchen sowas machen. Warum? Kirchen haben ganz feine Sensoren in den Ländern. Sie sind viel tiefer drin, viel besser verwurzelt, als es ein Staat sein kann mit seinen Auslandsvertretungen. Und darum erfasst Kirche in Not Entwicklungen früher und besser, als dies jetzt eine staatliche Stelle machen könnte. Ich bin froh und dankbar, dass sich Kirche in Not dem Anliegen ganz profiliert, sachkundig und kompetent stellt. Die Christen, die Kirche und die Religionen in ihrer Freiheit zu fördern, zu unterstützen und die großen Gefährdungen zu benennen und weitestmöglich Abhilfe zu schaffen. Ich bin sehr dankbar für dieses Werk. Unsere Aufgabe als Kirche in Not ist, das Bewusstsein dafür, für die Notwendigkeit, dass da etwas geschehen muss, zu schärfen. Wir können also nur aufmerksam machen, wir können publizieren, wir können über unsere Organisation und über unsere Projektpartner weiter unseren Informationsauftrag erfüllen. Das Christentum ist die am weitesten verbreitete Religion der Welt und somit leiden natürlich auch übermäßig und überdurchschnittlich viele Christen unter diesen Einschränkungen. Kirche in Not hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies aus dem Dunkel ins Licht zu bringen. Dormito per terra per 2 anni, sempre all'aperto. Ich habe in dieser Zeit unter der Hitze gelitten, der Kälte gelitten und ich habe mich nach Wasser gesehnt. Ich habe für 2 Jahre lang einfach auf dem nackten Boden unter dem freien Himmel geschlafen. All das war schlimm, aber das Allerschlimmste war, dass ich nicht kommunizieren konnte. Aber Maßnahmen, wie das Recht auf Religionsfreiheit durchgesetzt werden kann, das liegt eben bei den Staaten, bei den internationalen Gemeinschaften. Die haben ja auch das Gewaltmonopol, nur wollen müssen sie es. Und sie darauf aufmerksam zu machen, werden wir sicherlich nicht müde werden, weiter zu tun. Und ich möchte hier einen großen Dank aussprechen an unsere Wohltäter, weil ohne unsere Wohltäter würden wir es nie schaffen, nie machen. Also ihre finanzielle Unterstützung, aber auch ihr Gebet, gerade für Christen, die in einer sehr, sehr schweren Lage wohnen. Herzlichen Dank.